Podcast. Podcast. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Wenn sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern. Los geht's, Ohren auf. Ich drück mal auf die Play-Taste. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge unseres Experten-Podcasts. Heute sitzt mir ein ganz spannender Mann gegenüber, ein Experte, den wir jetzt heute in dieser Folge ein bisschen näher kennenlernen wollen. Gerard Gray ist bei mir. Hallo Gerard. Hallo. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Wunderbar. Gerard, erzähl doch unseren Zuhörern als allererstes einmal, wofür du angetreten bist. Für Selbstverwirklichung, so als Kernthema überhaupt. Ich bin der Überzeugung, dass Menschen und Unternehmen nach Selbstverwirklichung im Sinne von Selbstausdruck, vollkommenem Selbstausdruck suchen oder dafür hier sind und das manchmal in andere Worte kleiden, zum Beispiel Erfolg. Ich glaube nicht, dass Menschen Erfolg wollen, die wollen Erfolg, aber als Meilenstein hin zum wirklichen Selbstausdruck. Das sehe ich immer wieder bei meinen Klienten, um mal einen kurzen Rückblick in meine Kindheit, nein, in meine Jugend zu geben, wäre vielleicht Folgendes ganz interessant. Mit 13 Jahren habe ich wirklich Mobbing, Schlägereien auf dem Schulhof erlebt. Es gab keine Eltern, niemand, der mir geholfen hätte. Und ich war nicht so besonders stark. Nicht so stark, wie ich mir gewünscht hätte. Also, welche Maßnahmen kann ich da ergreifen? Gehe ich doch mal zum Kampfsport und lass mich so ein bisschen nicht nur bilden, sondern wirklich so ein bisschen härter machen. Das war dann so ein Lebenskonzept. Leben ist Kampf, fand ich auch total spannend. Hat auch funktioniert. Funktioniert auch. Hat mir zumindest sehr viele Wege geöffnet. Sehr viel. Ich habe dadurch sehr viel erreicht, auch im Sport. Ich habe 25 Jahre Kampfsport gemacht. Ich lobe das selber leider nicht so, aber es ist so. Und dann habe ich mir damals schon vorgestellt, wie wäre das Wissen, diese Geisteshaltung, die du hast, tatsächlich im beruflichen Kontext anzuwenden. Also nicht nur sagen, ja, Kontext, Business ist so und so und so, sondern eben einfach mit den Lehren, mit den Geheimnissen und mit den Erkenntnissen, die ich damals erstmal kognitiv erfahren habe, später meine berufliche Laufbahn zu bestreiten. Die Idee dazu, die ist mir eigentlich viel später gekommen, die ist mir auf dem Weg dahin gekommen. Zum Beispiel auch die Erkenntnis, dass die Frage nach einem Sinn für mich nicht wirklich existiert. Für mich existiert die Frage nach dem Sinn nicht, sondern ich sehe sie, ich kann meinen Sinn erklären im Nachhinein, in der Rückschau. Und so ist das für mich gelaufen. Das heißt, vieles von dem, was ich gemacht habe und getan habe, mit Herz, mit Leidenschaft, absolut, ging nur in die Richtung, mich selbst zu verwirklichen. Das klingt ja erstmal egoistisch. Aber genau darum, glaube ich, geht es vielen Menschen. Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, wie wertvoll das ist, was da eigentlich so passiert ist, welchen Sinn ich tatsächlich auch für andere geschaffen habe, weil mir andere das spiegelten. Und jetzt komme ich mal zu dem, was ich eigentlich mache. Ja, das wäre ja auch mal spannend. Irgendwann nach vielen, vielen Ausbildungen von Maschinenbautechnik, Ingenieur habe ich abgebrochen, BWL habe ich abgebrochen, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Alles will ich nur ganz kurz anreißen, um mal zu zeigen, was ich so alles Tolles gemacht habe, bis hin zum Heilpraktiker. Haben mich aber die Dinge interessiert, die wirklich so ins Herz gehen. Von Yoga bis Feuerläufen und was ich alles gemacht habe. Und letztlich bin ich ja da ausgekommen, wo ich hin wollte, nämlich mit Menschen zu arbeiten, auf der Persönlichkeitsebene, auf der tiefen Selbsterkenntnisebene. Und das wende ich seit über 20 Jahren Selbstständigkeit im Coaching an. Wow. So. Ja, es hört sich toll an. Ja, vor allem. Ich habe meine Geschichte jetzt so spannend erzählt. Finde ich ja wirklich spannend. Nee, du hast sie nicht nur spannend erzählt. Sie ist ja auch spannend, weil ich mir jetzt vorstelle, dass da vielleicht wirklich gestandene Männer und Frauen dann zu dir kommen, nach der Hälfte ihres Lebens und sagen: Irgendwie, ich habe viel erreicht, aber ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht ich. Ich weiß nicht, wo mein Standpunkt ist, wo ich hin möchte. Ich habe da irgendwie so eine Sinnfrage, hast du ja gerade gesagt, gibt es vielleicht nicht, aber ne, diese Selbstverwirklichung, bin da noch nicht angekommen. Kann ich mir das so vorstellen? Wunderbar, besser hätte ich nicht selber nochmal wiedergeben können. Also, das habe ich ja gut erklärt. Ja. Die Sinnfindung, ich glaube nicht, wenn man sagt, du musst nicht nach dem Sinn suchen, das kommt nicht bei jedem an, das polarisiert, das merke ich immer wieder. Aber für mich, wenn ich wirklich nach innen gehe,
ja, dann muss ich mich doch wirklich fragen, wenn ich nach dem Warum frage. Mhm. Ja, die Warum ist die falsche Antwort, sage ich mal. Wie, warum ist doch eine Frage? Nein, warum ist eine Antwort? Weil jeder denkt, du musst nach dem Warum fragen. Mhm. Aber ich habe einen Vergleich. Ein Künstler, ein toller Künstler, guter Künstler, egal. Künstler müssen nicht arm sein. Viele von denen sind es, waren es zumindest. Die fragen nicht so sehr nach dem Warum, die machen einfach. Und im Rückblick, sind sie denn erfolgreich gewesen oder nicht? Und ich bin nicht der Überzeugung, aus Erfahrung, dass wenn ich mir sonst was auf die Agenda schreibe, sagen, ich habe den Plan, ich werde das tun, ich werde jenes machen, ich weiß ganz genau, wie ich mein Leben plane und kontrolliere, dass das in irgendeinem Verhältnis zu ihrem tatsächlichen Erfolg im Leben steht. Habe ich noch nirgendwo in keiner Biografie gelesen. Was ich glaube, dass es Mittelmäßigkeit gibt. Ich glaube, dass es drei Arten von Mittelmäßigkeit gibt. Eine, die ist vielleicht die, biologisch. Man sagt, du hast kein Talent, du bist vielleicht dumm oder so, wie auch immer. Wenn das auch vielleicht mehr von den Eltern von mir aus oder von der näheren Umgebung beeinflusst wird. Aber es kann ja sein, dass ich nicht so Talente habe, also nicht so gut keine so gute Disposition habe, biologische Disposition. Position. Die zweite, das ist mehr so die Umwelt. Ja, was sie dir sagen, wie man dich sieht und so weiter. Das ist so, du bist mittelmäßig und du nimmst das auf. Wir kennen das alle als Glaubenssätze. Ja. Und da arbeiten ja auch Bastionen von Menschen und Coaches dran. Glaubenssätze, Glaubenssätze, Glaubenssätze. Ne? Ist vielleicht nicht ganz falsch. Die dritte Mittelmäßigkeit, und das ist für mich die entscheidende, ist die, wenn ich aufgebe und nicht aufgebe. Wenn ich selber was vor mir habe und man sagt mir, du hast kein Talent und ich tue es trotzdem, dann kann ich scheitern und scheitern und scheitern. Ja, ist ja nicht unbekannt zu sagen, du scheiterst dich nach oben, da ist was dran. Und das ist vielleicht der schönste Weg, die Treppe hochzuklettern. Ja? Die Mittelmäßigkeit fängt da an, wo ich aufgebe. Dann bin ich mittelmäßig. Ja? Weil zum Beispiel, wenn ich alles habe, ein Einser-Schüler, der vielleicht Talent hat, der gepudert wird von seinen Eltern. Mhm. Der kann sein, der ist Naturtalent oder ist vielleicht hochbegabt. Der hat eine 2, eine 1. Wenn der von 2 auf 1 geht, kein Problem. Mhm. Wenn ein Vierer in der Schule zum Beispiel, ich denke jetzt mal an Schüler, wenn ein Vierer von 4 auf 2 hochklettert oder 3, dann ist das eine Mega-Leistung. Ja. Der ist nicht mittelmäßig. Mhm. Der ist überhaupt nicht mittelmäßig. Genau genommen ist Mittelmaß nur eine Eigenperspektive, die du siehst, mit der du dich selber geißelst. Ja, wow. Tolle Worte auf jeden Fall. Gérard, warum glaubst du, dass es immer noch so viele Menschen gibt, obwohl uns ja scheinbar immer alles offen steht, so die ganze Welt, wir können ausprobieren, wie wir wollen. Warum glaubst du, dass viele Menschen trotzdem immer noch ein Leben führen, was sie nicht wirklich erfüllt und wo sie sich nicht wirklich selbst verwirklichen? Wenn man meine Worte von vorher analysieren würde oder ernst nehmen würde, dann würde man darin schon die Antwort erkennen. Mhm. Nämlich, in dem Moment, wo ich suche, suche ich immer im Außen. Mhm. Und ich glaube, dass da der Kardinalfehler überhaupt liegt. Der Erfolg, die Erfüllung, die finde ich durch mich, durch meine Reflexion, durch die Wahrnehmung dessen, was ich als mein Leben erfahre. Und da wird augenblicklich offenbar, dass alles, was ich erlebe, nicht das ist, was außen passiert, sondern was ich daraus mache. Und dieser Irrtum, also sagen wir mal oberflächlich betrachtet, Irrtum in der Perspektive zu sagen, die Außenwelt macht das mit mir, das Wetter lässt mich jetzt schlecht fühlen, ist völlig falsch, also nicht im Sinne von richtig falsch, moralisch, es ist völlig falsch. Ich erlebe eigentlich nur die Gefühle, die durch mein Denken über die Umstände entstanden sind. Das ist jetzt ganz banal und jeder weiß das. Fragt mal 10 auf der Straße, ja, ist klar. Erlebe ich immer wieder, aber keiner hält sich dran. Und ich glaube, das Glück, von dem du gerade sprichst, was viele suchen oder Erfüllung und niemand findet, liegt genau da. Dass wir unser Denken einerseits zu ernst nehmen, also zu ernst nehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wissen, es geht gar nicht darum, mein Denken komplett einzudämmen, sondern mehr die Beobachtung. Also, weißt du, ich kann zum Beispiel aufgeregt sein, wie jetzt vor einem Podcast, kann ich aufgeregt sein, aber ich kann mich in dieser Aufgeregtheit so vertiefen und verrennen, oder ich kann versuchen, blödes Wort, zu beobachten, wie ich aufgeregt bin. Okay. Ja. Ich kann beobachten, wie ich erfolgreich bin. Ich kann beobachten, wie ich etwas nicht bekomme. Ich kann beobachten, wie mein Erfolg plötzlich bei Menschen Anklang findet. Mhm. Ich kann beobachten, wie irgendwas passiert. Je weniger ich teilhabe an der Sache, bescheuert gesprochen, je mehr habe ich teil. Je mehr erlebe ich es wirklich authentisch. Alles andere ist ja von meinen ganzen Irrungen und Wirrungen beeinflusst.
Und ich glaube, das ist die lange Antwort auf deine kurze Frage. Aber die wir sehr gerne gehört haben, ja, okay, Gerard. Ich hoffe. Ja. Und wir möchten jetzt noch am Ende des Podcasts ein bisschen privater, persönlicher werden und kommen zu unserer Kategorie Fastlane. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist? Die Frage finde ich bei dir sehr spannend. Immer noch derselbe. Mhm. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du es könntest? Die Selbstwahrnehmung der Menschen. Wen würdest du gerne einmal persönlich kennenlernen? Oh, Brad Pitt, warum auch immer. Wer ist dein Lieblingskünstler, Lieblingskünstlerin? Uiuiui, das ist eine gute Frage. Ein Lieblingskünstler, das ist ausschließlich. Julian Schnabel finde ich toll. Hm? Ganz viel Pop-Art-Künstler auf jeden Fall. Was ist deine Buchempfehlung? Ein fremdes Buch meinst du jetzt? Oder meins? Ne? Du kannst auch deins nehmen. Ich habe ein Buch in der Line, das heißt Selbstliebe ist nichts für Männer. Ja, okay, spannender Titel. Ja, das ist es, hoffentlich, dass es spannend ist. Natürlich muss die Aussage komplett revidiert werden, am besten schon auf der ersten Seite, ja. Sonst liest keiner weiter. Welche Buchempfehlung, welches Buch würde ich jetzt spontan empfehlen? Huiuiui, keine heiligen Bücher wie die. Doch, ich würde, es kommt mir jetzt gerade, die Bhagavad Gita, die kennt kaum jemand. Mhm. Da steht ganz viel drin, es ist ein indisches Weisheitsbuch, ein Substrat aus den Veden. Ja. Ich will jetzt gar nicht zu tief gehen. Da geht es ganz viel um Persönlichkeit, um Kriegsführung, um Ehre. Mhm. Und das Krieg, da geht es um Krieg tatsächlich, aber nicht um Krieg im eigentlichen bösen Sinne, sondern dass du dich den Dingen immer, immer stellen musst. Ja. Und zum Schluss, dein Motto. Ich hatte so ein schönes Motto. Das ist mir gestern eingefallen, das werde ich jetzt schon zum Besten gehen. Wenn der Kopf nicht ins Herz rutscht, rutscht das Herz in die Hose. Ein schönes Motto zum Schluss. Das gebe ich zu. Ganz toll. Gerard Gray war bei mir heute im Expertenpodcast. Unser Experte für Selbstverwirklichung. Danke, dass du hier gewesen bist, Gerard. Vielen Dank, Selina. Hat Tschüss. Mich sehr gefreut. Tschüss. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten.